Was ist das Subsidiaritätsprinzip? Das Subsidiaritätsprinzip ist das Prinzip der Selbstverantwortung. Der Selbstverantwortung im eigenen Bereich. Und das ist nicht nur ein Grundprinzip im Umweltrecht, sondern es ist ein Grundprinzip unserer Rechts- und Gesellschaftsordnung. Das bedeutet, wenn eine Kommune das Problem selber lösen kann, dann soll sie es selbstverantwortlich lösen. Zum Beispiel Müllentsorgung ist ein Problem, das ist jetzt zunächst mal kein kollektives. Nachher vielleicht schon, aber zunächst einmal, wer wann die Mülltonnen leert und ob wir eine grüne, gelbe, braune und ich weiß nicht was für Tonne da einführen und wie wir es genau machen, ist Sache der Stadt oder der Kommune. In Heidelberg zum Beispiel gibt es keine blauen Tonnen in der Innenstadt. Ich wohne in der Innenstadt, Hauptstraße, ja, mitten im Zentrum. Gibt es keine blauen Tonnen, warum kein Platz? Ja, also gibt es eine Regelung, dass man Montagabend das Papier auf die Straße stellt und Dienstagmorgen wird es abgeholt. So. Ja, so hat diese Stadt das geregelt, selbstverantwortlich. Das hat die Frau Merkel mit Sicherheit nicht gesehen und nicht unterschrieben, sondern das ist hier zentral vor Ort, wird das Problem so gelöst, wie es halt die Gegebenheiten hergeben. Wenn die kleinere Einheit das Problem nicht selber lösen kann, dann ist die nächstgrößere Einheit gefragt, also die Gemeinde, das Bundesland, die Bundesrepublik oder es ist ein weltweites Problem, weil die Emissionen, also das, was aus den Schornsteinen herauskommt, sich nun mal nicht an Landesgrenzen hält. Das geht daran, wie der Wind gerade weht. Und dem Wind ist es völlig egal, ob hier die Grenze ist zum Nachbarland. Der Wind weht das rüber. Der weht den Dreck, ja, und das betrifft im Rahmen dieser ökologischen Kreisläufe sehr viele Dinge. Ja, wir haben ja solche Kreisläufe, Regen verdunstet und so weiter und regnet dann wieder ab, steigt auf, regnet dann wieder ab. Da gibt es also gewisse Kreisläufe und diese Kreisläufe halten sich nicht an Landesgrenzen. Das heißt, einige Dinge müssen wir in der Tat weltweit regeln. Deswegen gibt es ja auch diese weltweiten Klimakonferenzen, weil man sagt, letztlich sitzen wir alle in einem Boot. Letztlich betrifft das alle.